Sind wir mal ganz ehrlich, glaubt jemand noch daran, dass Schalke nicht absteigt? Ich ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, glaube nicht mehr daran. Und sollte es jemand noch da draußen geben, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Glaubst du daran, dass Schalke den Klassenerhalt hält? Also wie gesagt, ich glaube daran nicht mehr. Heute gibt es 3 Gründe, warum Schalke so schlecht steht, wie noch nie zuvor. Und ich denke, wir starten mit dem Video. Ja, hallo erstmal, nach langer Zeit bin ich wieder zurück. Und heute gibt es eine Schalke 04 Analyse. Warum ist Schalke so schlecht? Ja, Grund Nummer 1 liegt einfach daran, dass sie ohne Kampf spielen. Meiner Meinung nach spielen sie ohne Herz auf dem Platz. Jeder, der Fußball liebt und jeder, der Fußball spielt, der ist mit Spaß und mit Leidenschaft dabei und der will gewinnen. So ist es bei mir zumindest. Bei Schalke sieht man das aktuell nicht so. Die Schalker Spieler laufen immer mit hängenden Köpfen durch die Gegend und haben kaum Leidenschaft bei ihrem Spiel. Das sieht man auch ja, an der Statistik. Schalke ist abgeschlagen, letzter. 0 Siege, 3 Unentschieden und 6 Niederlagen. So schlecht stand Schalke, glaube ich, in der Geschichte noch nie und es sieht nicht besser aus. Das nächste Spiel ist am Wochenende jetzt gegen Leverkusen und die sind natürlich gut in Form. Sogar, glaube ich, noch ungeschlagen als einziges Team, glaube ich, in der Bundesliga. Also es wird nicht einfacher für Schalke, die Punkte zu holen. Die gute Nachricht ist, Teams wie Köln oder Bielefeld haben nicht viel mehr Punkte. Also da hat man noch einen guten, ja, kann man sich noch gut rantasten. Aber wie will man nun jetzt gewinnen? Man schießt kaum Tore. Die Offensive total schwach. Jetzt gegen Gladbach hat man mal ein Tor geschossen durch eine schöne Kombination von Uth und Raman. Aber wer macht da vorne die Hütten? Bis jetzt hat man nur, ich gucke gerade auf die Statistik, 6 Tore geschossen. Das ist sehr, sehr schlecht meiner Meinung nach. Und so kann man natürlich auch keine Spiele gewinnen. Also wer macht da vorne die Hütten? Ja, man hat zu Saisonbeginn einen Vedat Ibisevic geholt. Aber den hat man jetzt aus unerklärlichen Gründen wieder abgeschoben. Einfach den Vertrag aufgelöst. Ciao, wir brauchen dich nicht mehr. Und das, obwohl Vedat Ibisevic sogar auf Gehalt verzichtet hat, wenn ich das richtig gehört habe. Dazu hat man einen Patient hier geholt, der bis jetzt, glaube ich, nur ein Tor oder so geschossen hat. Korrigiert mich in den Kommentaren, wie viele Tore hat Paciencia geschossen. Und dazu kommt noch die miserable Defensive. Grund Nummer 3. Man kassiert viel zu einfache und viel zu viele Tore. Das hat man gegen viele Teams schon dieses Jahr gesehen. Und man ist mit 28 Gegentoren auf Platz 18. Man hat die meisten Gegentore kassiert. Und man hat viel zu große Lücken im Mittelfeld. Viel zu große Lücken hinter der Abwehrkette. Das hat man zumindest gegen Wolfsburg gesehen. Da war es katastrophal, wie Schalke verteidigt hat. Und man hatte Glück, dass man nur mit 0:2 verloren hat. Also wer holt Schalke jetzt aus der Krise? Meiner Meinung nach braucht es einen Motivator. Einen, der die Jungs mal in den Arsch tritt. Aber so richtig. Denn die laufen ja wie ein Hühnerhaufen da durch die Gegend. Die verdienen dafür Geld. Nicht mehr so viel wie früher. Da Schalke ja mittlerweile sehr knapp bei Kasse steht, kurz vor Insolvenz. Aber man muss als Profi für seinen Verein alles geben. Es gibt Jungs da draußen, junge Fußballer, die alles dafür geben würden, mal für Schalke zu spielen oder für einen anderen Club. Und Schalke, die Schalke-Spieler strahlen das aktuell einfach nicht aus. Wer eurer Meinung nach kann Schalke retten? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Also ich bin wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Und das war die Schalke 04 Analyse. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Fußballvideos. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und ciao.